GPS oder Ganzpflanzensilage. Teigreifes Getreide, das hier für eine Biogasanlage geerntet wird. Im Einsatz ist ein John Deere Feldhäcksler mit Direktschneidwerk. Am Steuer sitzt Ralf Seidel. Er arbeitet als Aushilfsfahrer für Agrolohn, ein großes Lohnunternehmen in Süddeutschland. Für eine Kurzfilmreihe begleiten wir ihn und seine Kollegen ein ganzes Jahr lang mit der Kamera. In der letzten Folge haben wir uns den ersten Grünlandschnitt angesehen. Verschiedene Einsätze mit Mähwerk, Häcksler und Ladewagen. Seit unserem letzten Besuch sind 6 Wochen vergangen. Rückblick. Kurz nach 7 Uhr auf der Biogasanlage der Familie Weigel in Osterhofen. Lagebesprechung für den heutigen Einsatz. Schon den 2. Tag in Folge wird GPS gehäckselt. 80 Hektar Tritikale sollen in die Silos. Dafür ist Agrolohn mit 2 Ernteketten vor Ort. 2 Häcksler, 6 Transportgespanne und 2 Walzfahrzeuge im Silo. Es ist Mitte Juni, vergleichsweise früh für die GPS-Ernte. Schuld ist das anhaltend warme Wetter. Der erste Schnitt ist lang vorbei. Das Futter war nicht unbedingt die Riesenmasse. Unter anderem waren die letzten Tage schon einiges an GPS. Da sind wir heuer auch ungefähr um ca. 2 Wochen früher dran. Wo es natürlich auch kommt, die letzten Tage wahrscheinlich die erste Gerste schon. Und somit haben wir Mitte Juni eigentlich bei der Arbeit, die wir sonst gemacht haben, Ende Juni, Anfang Juli. Ralf hat inzwischen die erste Fläche ausgemäht und füllt einen Wagen nach dem anderen. Er fühlt sich wohl bei Agrolohn. Ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Für uns war Agrolohn immer schon das Ziel, wo man mal fahren wollte oder wo man arbeiten wollte dafür. Und ja, mittlerweile kenne ich die 5. Saison zu der Firma. Und ich tue das gerne. Mir gefällt der Umgang mit Landmaschinen, neue Technik, abwechslungsreiche Arbeit. Es wird nie langweilig. Du hast super Arbeitskollegen. Es ist ein angenehmes Arbeiten und es macht auch Freude. Bei Agrolohn ist Ralf der Experte für John Deere Häcksler. Mit dem neuen 8500i fährt er schon die 4. Saison. Was gefällt ihm an dieser Maschine? Die ganze Bedienung, Fahrkomfort, Wartung, Übersichtlichkeit. Einfach das Gesamtkonzept von der Maschine. Für die GPS-Ernte ist ein 5,30 Meter breites Direktschneidwerk von Zürn angebaut. Die Pflanzen werden von einem Mähbalken mit rotierenden Scheiben sauber abgeschnitten und von einer Schnecke verlustfrei dem Einzug zugeführt. Auch bei hohen Erträgen funktioniert diese Technik störungsfrei. Trotzdem sind einige Punkte zu beachten. Schnitthöhe, dass man entweder tief macht, hoch macht, je nachdem wie es der Landwirt wünscht, aber im Regelfall macht man es tiefer. Im Lagerbestand schauen, dass man die Ähren sauber mit außen macht, dass die Schneide von der Messerdrumme passt. Ansonsten wie im Eishäckseln. Seit fast 10 Jahren arbeitet Agrolohn mit John Deere Häckslern. Der 8500i zählt zur aktuellen Generation. Mit seiner maximalen Motorleistung von 585 PS passt er perfekt für die verschiedenen Einsätze in dieser kleinstrukturierten Region. Ortswechsel. 50 Kilometer weiter östlich in der Nähe von Hauzenberg arbeitet gerade der neue Big M 450. Ein Einsatz, auf den wir schon lange gewartet haben. Als die Maschine geliefert wurde, war der erste Schnitt schon fast vorbei. Der zweite hat noch nicht begonnen. Hans Ritzer war schon einige Tage mit dem neuen Mäher unterwegs. Was kann er berichten? Ja, zufrieden sind wir auf alle Fälle. Besser ist der Komfort. Federung ist besser geworden. Und durch das haben wir ein bisschen hier eine Flächenleistung, weil man schneller fahren kann. Die ganze Bedienung ist ein wenig, ja, übersichtlicher geworden durch das große Terminal. Von der Steuerung ist ziemlich identisch wie beim alten. Auch heute ist das Gelände anspruchsvoll. Alltag für einen Lohnunternehmer im Bayerischen Wald. Naja, durch das, dass bei uns ziemlich klar strukturiert ist, ist halt das meiste eben Flächen, wie man da jetzt sieht, 2, 3, 4 Hektar. Das andere größer ist eher schon die Ausnahme. Und halt mit Sicherheit zu 80% Hangflächen. Teilweise mit extremen Neigungen, Steigungen. Und funktioniert aber trotzdem relativ gut. Seit über 20 Jahren baut Krone diesen Selbstfahrmäher, mittlerweile in der 5. Generation.
Der Big M 450 ist das neueste Modell, das erst im letzten Herbst auf der Agritechnica vorgestellt wurde. Die Arbeitsbreite ist auf knapp 10 Meter angewachsen und erlaubt hohe Flächenleistungen. Das Fahrwerk ist hydropneumatisch gefedert und wird beim Mähen um 15 cm angehoben. Das schafft mehr Durchgang für große Futtermassen. Die suchen wir heute leider vergeblich. Mehr Aufwuchs haben der spärliche Niederschlag und die sandigen Böden leider nicht zugelassen. Die automatische Motorsteuerung des Big M stellt aber nur so viel Leistung zur Verfügung, wie aktuell benötigt wird. So ist auch bei geringem Ertrag ein effizienter Einsatz möglich. 70 Hektar sollen heute gemäht werden. An den seitlichen Auslegern ist der Big M mit Förderschnecken ausgerüstet, die das Futter bei Bedarf zur Mitte transportieren. Eine Technik, die sich bewährt hat. Ja, es hat den Vorteil, wenn viel Futter steht, dass man gleich auf einmal zusammenwirft. Wenn es von der Trockenheit her geht, wie es heuer ist, ist es ja optimal, weil das Futter eh von Haus aus schon so trocken ist. Dann schmeißen wir es gleich komplett zusammen und können sofort mit dem Häcksler nachher fahren, beziehungsweise mit dem Ladewagen. Spart natürlich einen Schwader rein und es nimmt halt zugleich die Futterverschmutzung ab, weil halt das Futter nicht mehr am Boden landet und muss dann zusammengerecht werden, sondern geht halt über die Schnecken sofort in die Mitte zusammen. Außen wird immer einmal einer geschmissen, dann hat man das Risiko weg, dass beim Schwadern irgendwas passiert, am Waldrand oder irgendwo um Storner, Grenzstorner, weil halt der Schwader dann schon 3 Meter von der Grenze weg ist oder 3,50 Meter. Bei sehr geringem Ertrag nutzt Hans nur die äußere Schnecke. So lässt sich das Gras von knapp 20 Metern Mähbreite mit einem Schwader zusammenführen, um nachfolgende Erntemaschinen besser auszulasten. Für Straßenfahrten senkt man das Fahrwerk wieder ab und schwenkt die seitlichen Mähwerke nach oben. Mit 40 Stundenkilometern und reduzierter Motordrehzahl geht's zur nächsten Fläche. Zurück nach Osterhofen. Neben dem John Deere Häcksler ist auch ein Klaas Jaguar 940 im Einsatz, ebenfalls mit Direktschneidwerk. Genau diese Maschine haben wir in der letzten Folge beim Grashäckseln begleitet. Heute sitzt Max Wagner am Steuer. Ein alter Hase, der schon seit vielen Jahren bei Agrolohn arbeitet und mit allen Gerätschaften umgehen kann. Den Transport übernehmen 3 Traktoren mit Abschieber, Häcksel und Kombiwagen. Wir fahren eine Runde bei Florian Irlesberger mit und wollen wissen, warum er ausgerechnet bei Agrolohn arbeitet. Die ganzen Mitarbeiter, allein das Zusammenhalten, das Miteinander, die Teamfähigkeit. Wenn wir da wochenlang in der Maisernte zum Beispiel unterwegs sind, das ist für mich einfach ein Zusammengehalten. Das ist wie eine kleine Familie, kann man so sagen. Was nur ein Hauptgrund ist, das ist einfach, weil mir das Bullockfahren brutal Spaß macht. Ich das gern tue, mit Leidenschaft dabei bin und für mich einfach das Ganze zu meinem kompletten Hauptjob eigentlich eine super Abwechslung ist. Wenn auch du in einem modernen Lohnunternehmen mitarbeiten möchtest, bewirb dich. Als Fahrer für Schlepper oder Lkw, als Mechaniker für Werkstatt und Service, als Azubi zur Fachkraft Agrarservice oder als landwirtschaftlicher Berater. Alle Stellenangebote findest du auf der Website unter agrolohn.de. Der Einsatz mit 2 Häckslern und der passenden Transportlogistik ermöglicht große Tagesleistungen. Für Biogasanlagenbetreiber Hans Weigel der Hauptgrund, warum er Agrolohn mit der Ernte beauftragt. Beauftragt haben wir deswegen, weil einfach Agrolohn schlagkräftig ist. Da gibt es überhaupt kein Problem dabei, wenn wir einen Hänger mehr brauchen, dann ist der in einer Stunde da. Das ist für ihn organisatorisch überhaupt kein Problem. Wichtig ist bei der Ernte, dass das Wetter trocken ist, dass es keine Niederschläge nicht gibt. Und das spricht halt wieder für seine Schlagkraft, dass man auf 1,5 Tage oder 2 Tage für 80 Hektar fertig ist. Trotz aller Schlagkraft muss aber auch die Qualität stimmen. Gerade die Biogaskunden verlangen kurze Schnittlängen. Gut geschulte Mitarbeiter und moderne Technik sorgen bei Agrolohn dafür, dass genau diese Qualität im Silo ankommt. Nachdem die Ladung verwogen und eine Futterprobe genommen wurde, laden die Transportfahrzeuge das gehäckselte Getreide ab. 2 Traktoren mit klappbaren Schildern schieben es auf die Silos, verteilen und verdichten es. Wenn der Fahrer des Walzschleppers sein Handwerk nicht versteht, dann spürt das die komplette Erntekette. Ja, ich sag mal, bei der Anlage, wo wir es gerade haben, da ist das schon wichtig, weil eigentlich, wenn Silo nicht wegkommt oder nicht einfach richtig verdichtet, hat erstens einmal der Anlagenbetreiber schon
Probleme und die ganze Häckselketten kommen zum Stehen, wenn wir da nicht das Fuhr reinbringen, sag ich mal, oder weg voran können. Zeit noch. Und das Verdichten ist halt auch nochmal wichtig. Beim Walzen ist eigentlich langsamer besser. Aber das ist halt auch mal abhängig, wie viel Häcksel im Einsatz sind oder wie viel Material das super kommt. Da kann man sich dann oft nicht aussuchen. Man muss halt schauen, dass man es also verdichtet kriegt. Also wie heute, wenn wir da zwei Schübelschüler haben, da ist das relativ easy. Damit die Verdichtung stimmt, wurden die beiden Walzschlepper mit zusätzlichen Gewichten am Hubwerk und am Schiebeschild aufballastiert. Bestimmt habt ihr euch schon gefragt, warum der Fuhrpark bei Agrolohn so bunt ist. Eher ungewöhnlich für einen Lohnbetrieb dieser Größe. Die Antwort findet sich in der Betriebsstruktur. Schon Mitte der 90er Jahre haben Hans und Roland damit begonnen, Partnerbetriebe in verschiedenen Regionen aufzubauen. Aus dieser Organisation ergeben sich drei wesentliche Vorteile. Durch die Partnerbetriebe sind wir extrem schlagkräftig, weil durch die unterschiedlichen Höhenlagen und auch durch unterschiedliche Niederschläge nicht alle zum gleichen Zeitpunkt in der Ernte sind, nicht alle zum gleichen Zeitpunkt in der Saat sind. Und so können wir uns natürlich dementsprechend gegenseitig aushelfen. Also der erste Punkt ist einmal das Thema Schlagkraft. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ein Betrieb einmal ins Unermessliche wächst, dann lässt sich das einfach deutlich schwieriger strukturieren. Auch das mit den Mitarbeitern ist nicht so einfach. Und so hat man kleine Einheiten, wo jeder Betrieb für sich auch die Mitarbeiterstruktur separat organisieren kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt bei der Agrolohn-Partnerstruktur ist, dass trotzdem das ganze Abrechnungssystem, die ganze Buchhaltung, der Materialeinkauf, der Maschineneinkauf zentral abläuft. Dadurch hat man trotzdem insgesamt interessante Einkaufskonditionen. Die Partnerbetriebe sind nicht verpflichtet, Maschinen eines bestimmten Fabrikats zu fahren. Wenn jetzt, wie bei diesem Einsatz, verschiedene Agrolohn-Partnerbetriebe zusammenarbeiten, kommt ein gewisser Markenmix zusammen. Nicht nur die Fahrer schätzen diese Vielfalt. Auch in der Vermarktung der gebrauchten Technik hat es sich als Vorteil herausgestellt, wenn Agrolohn verschiedene Fabrikate anbieten kann. Das aktuelle Angebot an Gebrauchtmaschinen findest du auf der Website des Lohnbetriebs. Zurück nach Hauzenberg, wo inzwischen der Häcksler seine Arbeit aufgenommen hat. Erbarmungslos knallt die Sonne vom Himmel. Das Gras muss jetzt so schnell wie möglich ins Silo, damit es nicht zu trocken wird. Im Einsatz ist der neue Krone Big X 780, der erst vor wenigen Tagen ausgeliefert wurde. Mit einer Motorleistung von 775 PS derzeit das Flaggschiff im Agrolohn-Fuhrpark. Bei so kleinen Schwaden arbeitet die Maschine im Eco-Modus, um Diesel zu sparen. Auch dieses Futter kommt in die Biogasanlage. Den Transport organisiert Betreiber Franz Kinnertäder selbst. Warum verlässt er sich beim Mähen und Häckseln auf Agrolohn? Wir haben aber deswegen mit Agrolohn zusammen mega Schlagkraft von der Technik her und einfach auch mit den Mitarbeitern von Agrolohn. Die kennen mittlerweile meine ganzen Flächen. Ich brauche da nicht lange diskutieren, was wir wann machen. Die wissen genau, da wird irgendwann der Einsatz abgesprochen und dann läuft es. Und einfach diese Kontinuität ist da super gegeben. Und wie gesagt, wie heute zum Beispiel, wir haben um 8 Uhr früh angefangen und werden wahrscheinlich um 22 Uhr werden wir ungefähr circa fertig sein. Und da haben wir diese 70 Hektar Gras weg. Das heißt, Wetterrisiko extrem niedrig halten, einfach Top-Qualität machen. Deswegen brauchen wir solche Firmen. Damit es beim Fermenter keine Probleme gibt, wird auch hier sehr kurz gehäckselt. Der schlechte Ertrag stellt den Landwirt aber vor ein ernsthaftes Problem. Wir haben momentan mit der brutalen Trockenheit zu kämpfen. Wir haben seit März ungefähr 55 Liter Niederschlag erst gehabt. Und wenn wir Niederschlag gehabt haben, dann war das brutal schnelle Gewitter, da wo das Wasser der Fahrt gelaufen ist. Und dadurch ist im ersten Schnitt heuer ungefähr ca. 50% weniger Ertrag bin und momentan gehe ich davon aus, von der heutigen Ernte, dass das gegenüber normaler zweiten Schnitt ungefähr 60% weniger hat. Und leider kann man nichts machen, wenn das Wasser aus ist, ist es aus. Im Bayerischen Wald ist ein Futterzukauf zu rentablen Preisen nicht möglich. Wenn nicht bald der lang ersehnte Regen fällt, wird Kinnertäder die Leistung seiner Biogasanlage herunterfahren. Aber nicht nur Landwirte haben mit der Trockenheit zu kämpfen. Weniger Ertrag, das bedeutet weniger Einsatzzeit auf derselben Fläche. Damit fehlt dem Lohnunternehmer die notwendige Auslastung seiner teuren Maschinen.
Das Wetter in den nächsten Wochen wird entscheiden, wie sich die weiteren Grünlandschnitte und vor allem der Mais entwickeln. Noch einmal wechseln wir zur GPS-Ernte nach Osterhofen. Inzwischen arbeitet der John Deere-Häcksler auf einer anderen Fläche. Neben dem neuen Fendt Tigo Ladewagen sind uns vor allem die beiden Agro-Trucks in der Transportkette aufgefallen. Seit fast 10 Jahren ist Agrolohn mit solchen Fahrzeugen unterwegs, die im eigenen Haus entwickelt und gebaut werden. Beide Lkw sind mit Fliegelabschiebern ausgestattet. Beim Vierachser fest aufgebaut, bei der Sattelzugmaschine angehängt. Auch die Kombination mit einem Güllefass ist möglich. Im Vergleich zu großen Traktorgespannen sind Agro-Trucks unauffällig. Die kleinen Räder verursachen weniger Lärm auf der Straße. Im Feld sind die Fahrzeuge leicht und wendig. Den Sattelschlepper fährt Johannes Sicklinger, der bei Agrolohn als Experte für diese Fahrzeuge gilt. Kein Wunder, denn in seinem Hauptberuf arbeitet er als Lkw-Mechaniker. Wo sieht er die Vorzüge beim System Agro-Truck? Weniger Spritverbrauch, schnellere Transportzeiten und größere Mengen vom Transportgut. Fahrkomfort ist auf der Straße natürlich besser wie mit dem Traktor, aber ich sage jetzt mal, im Gelände nimmt sich da weder der Lkw noch der Traktor, was also bei den neuen Traktoren ja auch ziemlich komfortabel gebaut haben. Da kennt man auf dem Acker keinen Unterschied. Komfort hin oder her, für den Fahrer ist der Agro-Truck gewöhnungsbedürftig. Wenn jetzt heute einer die mehrere Zeit Traktor fährt und dann ab und zu mit Lkw, ist natürlich die Spurführung, sage ich jetzt einmal in dem Sinn, weil du sitzt ja beim Traktor immer in der Mitte. Das hat er beim Lkw nicht und natürlich Geschwindigkeit ist halt auch ein bisschen höher beim Lkw und dass man eigentlich viel auf feste Erfahrungswerte verlassen muss, weil du eigentlich keine Einsicht in den Laderaum hast, dass du sagst, jetzt und so, bin ich schon voll oder nicht. Das ist, muss man ein bisschen rausfinden und viel mit Spiegel fahren, weil du sagst eigentlich also gar nichts. Bei Agrolohn übernehmen diese Fahrzeuge inzwischen rund ein Drittel des gesamten Transportaufkommens. Sie werden auch zum Verkauf angeboten, allerdings nur in Standardkonfiguration. Es ist jetzt 14 Uhr. Bei der Biogasanlage wird die letzte Fuhre abgeladen. 80 Hektar Getreide sind im Silo. Die Maschinen werden grob gereinigt. Dann treten die Fahrer ihre Heimreise an. Im Konvoi machen sie sich auf den Weg. Auch in Hauzenberg neigt sich der Arbeitstag dem Ende zu. Christoph Gell ist zufrieden mit dem neuen Krone-Häcksler. Fahrkomfort und Leistung stimmen. Auf einer großen, ebenen Fläche zeigt er uns ein tolles Feature. Mit einem Knopfdruck lässt sich die komplette Fahrerkabine um 70 cm anheben. Christoph kann dann bequem in den nebenherfahrenden Anhänger schauen. Schon jetzt freut er sich auf die Maisernte, wo der Häcksler sein volles Potenzial ausspielen kann. Natürlich werden auch wir mit der Kamera dabei sein. Unsere Agrolohn-Videos kommen gut an. Herzlichen Dank für die vielen Aufrufe und Kommentare. Auch Roland Kobler freut sich über die unglaubliche Resonanz. Die ersten zwei Videos sind ja bereits seit einigen Wochen online. Wir sind überwältigt, wie viele Zuschauer das es gibt, wie viele Kommentare da schon drunter stehen. Ich möchte euch alle einfach dazu einladen, schreibt es einfach drunter bei den Kommentaren, was interessiert euch noch, was soll man vielleicht in einem nächsten Beitrag mal mit dazu bringen, dann würden wir versuchen, das in einen der nächsten Teile nochmal mit einzubauen. Schon in wenigen Wochen werden wir Agrolohn erneut besuchen, um uns die Getreideernte und die Strohbergung anzusehen. Mähdrescher und Großpackenpressen stehen schon in den Startlöchern. Schaut auf der Internet- oder Facebook-Seite des Lohnunternehmens vorbei und abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Dort findet ihr auch die anderen Videos dieser Serie.